Hallo und herzlich willkommen zu Closer the Distance. Ja, ich mache am besten mal eben auf Pause. Ich muss hier auch mal eben einen Zettel runterstellen, weil sonst sehe ich die Leute hier unten nicht mehr. Obwohl, die schlafen noch alle. Ich glaube, ich mache doch lieber keine Pause. Alle die ich... Ah doch, Moment. Ich habe versprochen, mit dir Zeit zu verbringen. Kann ich das denn endlich mal? Ich meine, gut, sie schläft jetzt noch, deswegen kann ich es wahrscheinlich noch nicht. Lassen wir es erstmal. Ja, komm. Mach erstmal die Zeit weiter. Das Problem ist halt, wenn die alle schlafen, kann ich mit denen natürlich auch nichts machen. So, Conny. Mom wäre deutlich glücklicher, wenn Dad ihr wieder diese Liebesbotschaften machen würde. Reden wir doch mal mit dem Vater darüber, ob er das nicht gerne machen möchte. Die anderen schlafen noch. Verzeiht übrigens meine Stimme gerade. Bei mir ist irgendwie alles, ja, ein bisschen am Ende stimmlich, weil mein Freund hat mich angesteckt und jetzt sitze ich hier mitten im Sommer. Morgen wird es 2 Tage wieder 30 Grad und ich bin erkältet. Aber ich möchte es trotzdem beibehalten, dass jeden Tag eine Folge online geht. Deswegen, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich liebe dieses Spiel einfach. Ich möchte den Leuten helfen. Ich möchte wissen, was passiert. Ich möchte mich darüber ärgern. Ja gut, ich möchte mich eigentlich nicht darüber ärgern, dass sie nicht das tun, was sie tun sollen. Also sie sollen doch schon das tun. Es soll schon alles gut ausgehen. Was ist mit... Genau. Kann ich das jetzt endlich... Ja, oh, ich kann es schon wieder nicht machen. Mann. Komm, dann hören wir uns jetzt noch eine Aufnahme an. Vielleicht können wir dann mal endlich was Vernünftiges machen hier. Ich weiß es nicht. Huch, halt, stopp. Nein, nein. Ich wollte das nicht schneller laufen lassen. Entschuldigung. Hey, weißer Sand, Muscheln, türkises Wasser. Was kann man daran nicht mögen? Es ist unglaublich kitschig und einfallslos. Es wäre toll, wenn wir etwas mit dieser Wand machen und sie nicht einfach übermalen. Wir sollten sie betonen, alles aus ihr herauskitzeln. Verstehst du? Sieh dir nur diese Patina an. Ich mag, dass sie sich so lebendig anfühlt. Das erweckt in mir Gefühle, verstehst du? Das Wandgemälde würde auch Gefühle in dir erwecken. Ich glaube, es wäre wichtig, etwas zu finden, das in puncto Designperspektive einwandfrei ist. In der Hinsicht, dass es sowohl zweckmäßig als auch praktisch ist. Aber auch eine einfache Emotion transportiert. Und die Emotion, die ich hier hervorrufen möchte, ist... Ich weiß nicht. Eine Verbindung zur hiesigen Gegend? Zum Ozean? Ein Gefühl der Ruhe und des Eintauchens in die Landschaft. Wie bei einem Kopfsprung ins Wasser. Alles rundherum wird still und man ist für einen Moment ganz bei sich selbst. Ich glaube, du würdest das genaue Gegenteil verursachen. Es würde einfach nur oberflächlich wirken. Meine Güte, bist du heute miesepetrig. Machen wir mal eine Pause. Ich schätze, das beantwortet auch die Frage, welchen Stil du für das Boot bevorzugt hättest. Shabby chic. So wie diese alte, verkrustete Wand, die du mich nicht bemalen lassen wolltest. Ey, dann habe ich sogar das Richtige ausgewählt. Mochtest du die Lodge nicht, weil sie nicht ins Ortsbild passt? Ja, ich wollte gerade noch sagen, da sie so von Ozean gesprochen hat, dann habe ich jetzt doch das Falsche ausgewählt. Aber ich habe es richtig ausgewählt, ja. Cool. Wieso hinterlässt du Mom keine albernen Botschaften mehr? Du meinst die Leibesbotschaften? Ich kann immer noch das Rumoren ihrer sich verdrehenden Augen hören, wenn sie wieder eine gefunden hatte. Übrigens, es sind immer noch ein paar davon im Schlafzimmer. Ich muss sie verbrennen, ehe sie sie findet. Nun, ich würde sagen, wenn er sie nicht verwenden will, sollten wir es tun. Ja, das war jetzt auch gerade mein Gedanke. Also mal ganz schnell Beistelltisch, Schminktisch, Bett, Garderobe... Ja, wir suchen überall. Wir suchen überall. Ist kein Thema. Sie ist immer noch am Schlafen. Stimmt, sie ist doch die Langschläferin. Was ist denn mit ihm hier? Könnte ein guter Gitarrist... Ach so, stimmt. Stimmt. Da haben wir doch noch was. Moment. Ich muss ihm davon erzählen. Das hat doch nicht geklappt beim letzten Mal. Jetzt erzähl du ihm endlich mal davon. So... Es ist offensichtlich, dass er langsam ausbrennt. Fragen, ob es ihm gut geht. So.
Du musst da wirklich permanent nach sehen, Mädel. Ganz ehrlich, er hat sonst keinen mehr außer Zack. Und Zack ist gerade komplett mit sich selbst beschäftigt. Sie ist noch am Suchen. Ja, dann können wir ja eigentlich weiterspielen lassen, ne? Die eine ist noch nicht wach. Die bräuchten wir ja eigentlich für sie. Ja, sie hat ja nur das eine. Halt, stopp. Erstens, warum rennt er so hinter mir her? Als ob er Angst hat. Und wieso ist jetzt... Habe ich das jetzt ausgewählt? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ah, halt, stopp. Halt, stopp. Nein! Nein! Das andere darf jetzt nicht triggern. Ich muss... Oh. Och Mann, kann ich das jetzt wieder nicht, weil das hier ein Ausrufezeichen hat? Hallo? Hallo? Ich würde gerne weitermachen. Hey, geht es dir gut? Es geht mir spitze. Du solltest dir unbedingt eine Auszeit nehmen. Dad und ich finden schon einen Weg, um das hier hinzubekommen. Meine Frau hat diesem Dorf ihr ganzes Leben gewidmet. Eine Pause steht nicht zur Debatte. Ich habe neulich ein paar Berechnungen gemacht. Selbst wenn die Boats Lodge ein annehmbarer Erfolg wird, werdet ihr trotzdem in den nächsten 8 Jahren keine schwarzen Zahlen schreiben. Ja, das kommt hin. Also, wirst du bis dahin hier festsitzen? Nein, ich muss inzwischen auch meine Ausbildung fertig kriegen. Klingt nach Stress. Aber andererseits... Wusste ich, worauf ich mich einlasse. Also... Keine Zeit für Beziehungen und sowas? Ich weiß nicht. Das werde ich sehen, wenn es soweit ist, schätze ich. Klar. Nimm dir Zeit. Wir sehen uns. Na, bandelt sich da ein bisschen was an. Das war mal awkward. Was für ein Ding? Oh, ganz wichtig, wir müssen zu Conny. Hab sie. Perfekt. Lass sie uns hinlegen, wo Mom sie bestimmt findet. Perfekt. Nein, ich möchte... Ah! Warum kann ich das nicht einfach mal beenden, Mann? Ich bin zurück. Schön, dich zu sehen. Du hast da draußen gute Arbeit geleistet. Wie hat es sich angefühlt? Ich habe jede Sekunde gehasst. Es war fast, als könnte ich ihre Gedanken lesen, wie sie mich anstarrten und sie mich beurteilten. Das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. All deine Schwächen, Ängste, Sorgen, all das musst du unter Kontrolle kriegen. Als müsstest du nackt durch die Straßen tanzen. Ich glaube, ich bin nicht aus demselben Holz geschnitzt wie du. Es ist hart, das verstehe ich. Aber es wird einfacher, das verspreche ich dir. Ich werde darüber nachdenken, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg für mich ist. Verstehe. Vielleicht ist es am besten, wenn du erstmal herausfindest, was das Richtige für dich ist. Aber sag Bescheid, wenn du ein wenig Unterstützung brauchst. Okay. Danke trotzdem. Nicht der Rede wert. Na gut, aber ich sag mal, vielleicht... hilft ihm das auch ein bisschen, die Richtung zu finden, die er eigentlich einschlagen möchte. In Mathe war er ganz gut. Ja, das könnten wir natürlich auch machen. Aber wir dürfen ja mal wieder nichts machen hier. Wir müssen ja erstmal wieder... gehen wir mal erst auf die Mutter. Hey, wie hast du geschlafen? Zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Ich hatte heute Morgen einen Einfall. Jetzt, wo der Friedhof in einem so guten Zustand ist, scheint es noch auffälliger, wie schlecht wir uns um die Kapelle gekümmert haben. Wir sollten auch in dieser Sache etwas unternehmen. Unkraut jäten ist eine Sache. Wir können aber doch kein ganzes Gebäude renovieren. Gib bloß nicht so schnell auf. Sehen wir uns die Sache mal an und dann entscheiden wir, was wir tun können. Würde es dir was ausmachen, wenn wir uns dort treffen? Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Wunderbar. Danke dir, Galina. Also mir würde es etwas ausmachen, weil die wieder in etwas reinzieht, was sie ja eigentlich gar nicht möchte. Da hat wohl jemand gute Laune. Du fühlst es nicht, wahr? Ich dachte, weil momentan alle so niedergeschlagen sind, sollte ich vielleicht ein wenig gute Stimmung verbreiten. Also, welchen Song summe ich?
Ist das nicht das Titellied von einer deiner Comicserien? Ja, aber von welcher? Schluss damit. Siehst du? Es funktioniert. Du bist albern. Ja, ist sie. Aber das heitert sie auch ein bisschen auf. Ich kann es immer noch nicht. Mann, was bedeutet das? Muss ich das kurz nach dem Aufstehen machen? Muss ich das machen, wenn es regnet? Keine Ahnung. Wieso darf ich mit ihr da nicht... Das geht mir auf die Nerven, ehrlich gesagt. Dass ich nicht das machen darf, was ich machen möchte. Mathe lernen. Schulschreibtisch, genau. Du lernst für den Test. Was ist mit ihr jetzt schon wieder? Hey. Hey. Was ist denn los? Ich beginne langsam zu verstehen, wieso die Leute früher an Geister geglaubt haben. All die schlimmen Dinge, die einer Familie widerfahren können. Man muss masochistisch veranlagt sein, wenn man nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt. Liest du immer noch dieses Buch über Geister? Hätte ich gewusst, dass es rammelvoll mit deprimierenden Anekdoten über Eltern ist, die ihre Kinder verlieren, hätte ich mir stattdessen etwas Herzerweichendes ausgesucht. Wieso liest du es dann? Es erschien mir passend. Aber vielleicht ist es das nicht. Ich weiß nicht. Herzerweichend? Meinst du vielleicht kitschige Schundromane? Jetzt bin ich noch deprimierter. Oh, du ärmste Frau, die nicht mal den Wert der herzerweichenden Literatur zu schätzen weiß. Wenn man dir so zuhört, kann es ja nicht so schlimm sein. Natürlich ist es das nicht. Die Leute, die ich liebe, sind immer noch am Leben. Okay. Wir können es immer noch nicht, ne? Ich werde es nicht aufgeben. Ich werde es wirklich nicht aufgeben. Ich will auch nicht den anderen Kram erstmal machen, sondern ich werde, ja, oder ich muss es wohl machen, sagen wir es mal so. Renovieren, renovieren, renovieren. Davon abraten, die Kapelle zu renovieren. Pff. Ihm bitten, der Kapelle auszuhelfen. Wäre keine gute Sache, weil er kommt ja sowieso mit nichts klar gerade. Moment, wir müssen mal eben gucken. Wir haben es am Friedhof weit gebracht. Jetzt ist es an der Zeit, die Kapelle zu reparieren. Gut, es würde sie ein bisschen davon abhalten, das Projekt zu stoppen, muss ich dazu sagen. Ich glaube, das wäre vielleicht... Das ist vergebliche Mühe. Ist das wirklich vergebliche Mühe? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich gehe mal renovieren helfen. Ich weiß es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Die sollte ja eigentlich zu Meville gehen. Ihn davon überzeugen, sich eine Auszeit zu nehmen. Dann Conny. Liebesbotschaften. Auf den Kaffeetisch legen. So. Mach das mal. So. Kaffeetisch. Esstisch. Esstisch kann ich nicht. Oder muss ich jetzt erstmal warten, bis sie das findet? Das kann natürlich auch sein. Die bleibt jetzt hier stehen, oder was? Naja, mal gucken. Was machen wir mit ihm? Das Mädchen ist schon seit einer Weile nicht mehr hier gewesen. Soll ich mal nach Conny sehen? Ja, mach das. Mach das doch. Mach das. Darf ich nicht? Warum darf ich das nicht? Hallo? Es ist doch sein Wunsch. Warum darf ich das nicht machen? Und das werde ich. Ihr meine Kamera geben, ihr vorschlagen, meine Kamera Sekt zu überlassen. Ja, ja, mach das, mach das. Ich werde dich verfolgen. Ach, nein, nein, ich will das nicht. Ich will ihm folgen. Ich will, nein, ach, äfft euch doch.
Es gibt keinen Grund, wieder an die Arbeit zu gehen. Wir schaffen die Deadline sowieso nicht. Lässt du die Sache etwa ab? Nein. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen Plan B. Dad verhandelt bereits mit den Zahnärzten um noch mehr Zeit. Mehr Zeit ist gut. Aber die vorhandene Zeit zu vergeuden ist nicht gut. Wenn du nicht auf dich Acht gibst, besteht das Risiko, dass du überhaupt nicht mehr arbeiten kannst. Ja, ist ja schon gut. Hier geht es um die Zukunft des Dorfes. Es ist alles unter Kontrolle. Mhm. Die Mutter. Haha. Beginnen wir mit den Bänken. Wir müssen sie abschleifen und dann neu lackieren. Dasselbe gilt für den Altar. Bist du dir sicher, dass das der richtige Zeitpunkt ist, um eine Kapelle zu renovieren? Wann, wenn nicht jetzt? Sobald wir mit den Bänken fertig sind, können wir mit den Wänden und dem Dach weitermachen. All die Lecks sind mir schon eine ganze Weile ein Dorn im Auge. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Vor allen Dingen wird sie dann auch noch mehr eingespannt. Aber sie will ja irgendwie scheinbar auch nicht mit ihrer Freundin da reden. Ich kann es ja nicht anklicken. Ahoi, Fremder. Oh, hey. Weißt du, ich sitze schon tagelang herum und blase Trübsal. Also habe ich mir gedacht, hey, du bist doch ein fähiges und fleißiges Mädchen und hast jede Menge Energie übrig. Wieso bietest du also Axel und Pia nicht deine Hilfe am Bauernhof an? Danke, aber wir brauchen momentan keine Hilfsarbeiter. Wie wäre es dann mit einem Bier und einer Plauderei? Das ist eine Weile her. Tut mir leid. Ich kann wirklich nicht. Vielleicht irgendetwas anderes? Heute nicht. Nein. Vielleicht ein andermal? Ach, Leute, Leute, Leute. Moment, erstmal, wenn wir zu ihm gehen. Conny? Ja? Ich habe Zack getroffen. Ich denke, wir sollten ihm die Kamera geben. Ja. Sie könnte ihn an Angelas künstlerische Seite erinnern und ihm Mut machen. Genau. Vielleicht bringt ihn das wieder auf Kurs und eröffnet eine neue Perspektive. Richtig. Von mir zu hören, könnte genau das sein, was Zack benötigt, um wieder nach vorn blicken zu können. Sag ich doch die ganze Zeit. Angela würde das gefallen. Alles klar. Ich packe ihn dann mal in die engere Auswahl. Okay. Nein, nicht engere Auswahl. Gib ihm die verdammte Kamera. Ah. Also gut. Genug gelernt. Jetzt fühle ich mich dazu in der Lage, den Test anzugehen. Oder ich könnte noch ein wenig lernen, auch wenn es vermutlich nicht nötig ist. Zack, wenn ich dir einen Rat geben dürfte. Natürlich. Du solltest noch ein wenig üben und ein paar Lektionen durchackern, bis du dir sicher bist, dass du alles soweit verstanden hast. Hm. Trostlos, ja. Moment, Moment, Moment. Ich habe die Grundlagen gelernt, also sollte ich gut genug sein, um mich zu bewerben. Dann haben wir Schulschreibtisch, PC, Blanche und Jasper. Was ist denn mit den beiden? Ach so, wegen Geldleihen. Ja, ja, klar. Dann üben wir jetzt noch weiter für den Rechnungstest. Hat sie bestimmt auch recht mit. Dann gib ihm endlich die Kamera. Und jetzt müssen wir ja mal gucken. Hausboot. Du willst ja irgendwie. Die hilft schon wieder nicht. Mit ihm kann ich auch nichts machen. Die Sekt müssen wir da raushalten. Ihn aus der Arbeit an der Bootslounge entlassen. Ja, das finde ich aber auch. Dann trinkt er noch mehr. Geht langsam das Geld aus. Wir müssen einen Weg finden. Fragen, wie man Kosten reduzieren könnte. Solaranlagen streichen. Fragen, wie man die Kosten reduzieren könnte. Fragen wir erstmal, wie es ihr geht. So, Zack hatten wir jetzt schon. Ich will ja immer noch was mit ihr machen. Oh, gemeinsam Fernsehen. Danke, danke. Endlich. Aber wir können es für ihn tun. Ja, Kaffeetisch kann ich. Ich kann den Rest nicht machen, weil sie das nicht anschaut, ne? Nehme ich mal an.
Ach so, das mit den Bräunen habe ich noch nicht weitergemacht. Stimmt, ein Sonnenbad. Oh, ich glaube, es regnet aber gerade, ne? Das war nicht das Cleverste, was ich machen konnte. Es regnet. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, gut. Können wir jetzt noch mal mit dem sprechen? Stuhl. Couch. Baustelle. Ja. Machen wir das doch einfach. So. Wem kann ich denn jetzt folgen? Ich weiß nicht, wer jetzt hier als erstes auf sein Ziel ankommt, vor allen Dingen. An seinem Ziel ankommt. Ah, okay. Melville? Hey, Melville! Ja, er sollte das eigentlich nicht so mitbekommen. Wie läuft's denn mit dem Blog? Da wäre noch eine Sache. Leute, nein, nicht alles zusammen. Vom Weltraumkommando auf meinem Weg hierher habe ich etwas gefunden. Neben der Straße. Nämlich die Gesetze der Physik für alle Objekte im Haus von Grund auf zu überarbeiten. Was hast du gefunden? Bis es mir also gelungen ist, innerhalb dieser Wände wieder für Harmonie und Balance zu sorgen. Wieso erzählst du mir das? Ich habe in meinem Leben keinen Platz für einen Wissenschaftsblock. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was drauf ist. Könnte allerdings durchaus interessant sein, darüber zu schreiben. Aber vielleicht hilft es ja. Nur die größten Denker unserer Generation können verstehen, was dieses Kind im Schilde führt. Dann lass es sein. Ich würde 99% meiner Leserschaft verlieren. Mau, du bist zu bescheiden. Okay, vielleicht 80%. Danke. Der Rest würde sich dazu hinreißen lassen, mir Erziehungstipps zu geben. Möchtest du, dass ich ihn dir eine Weile vom Hals schaffe? Du hast doch selbst genug zu tun. Sie hat mir beim Gitarrespielen zugesehen. Ich kann multitasken. Yes. Am Abend bevor. Das kann dein Bruder auch. Sie. Nun, sie hat so viele Fotos gemacht. Frei, ihn durchs Fenster. Abzunehmen. Einfach nur ich beim Spielen. Ich werde inzwischen im Schatten Platz nehmen und mir dazu Notizen machen. Es muss ihr viel bedeutet haben. Vielleicht wollte sie, dass ich mehr daraus mache? Könnte sein. Dann muss ich es tun. Wenn es das ist, was Angie in mir gesehen hat, dann wird das eben mein Ausweg von hier sein. Gut so. Ich bin froh, dass du mir ihre Kamera gegeben hast. Danke, Law. Yes. Gern geschehen, Mann. Wenn du irgendeinen Rat für deine Karriereentscheidung brauchst, dann lass es mich wissen. Werde ich. Meine eigenen Augen bringen zurück, was verloren ging. Ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber ich habe jetzt hier gesessen und habe siegreich sozusagen meine Arme nach oben gestreckt. Oh mein Gott, so lange habe ich versucht, ihm die Kamera zu geben. Und ich weiß jetzt auch, warum er die Kamera bekommen sollte, weil er soll, glaube ich, tatsächlich einen Weg als Musiker einschlagen. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man nebenbei auch noch andere Sachen hat, um die man sich kümmert. Also wie jetzt zum Beispiel, ja gut, einen Abschluss. Ist es jetzt nicht, was er da genau macht da mit dem Mathe-Ding. Ich habe schon wieder vergessen, was er damit eigentlich machen wollte. Aber auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall geht das schon mal in eine gute Richtung für Zack, finde ich. Und das wird ihm bestimmt auch ein bisschen Hoffnung machen. Was mir allerdings sehr, sehr große Bauchschmerzen bereitet, ist die Sache hier mit Melville. Oh, was war das? Was war das? Dieser aufgeblasene Typ. Ich werde sie für sie vollenden. Ja, das kann ich ja leider nicht machen. Nur einen Tag frei und dann bin ich wieder auf dem Damm. Ich will's hoffen. Ich muss mich noch mehr anstrengen. Okay, also wir gehen erstmal zu Conny rüber. Aber wenigstens mit Zack, das hat schon mal geklappt. Guter Gedanke. Wenn wir einfach nur lange genug warten, wird er bestimmt irgendwann mit uns reden. Zumindest wird er dich nicht vergessen. Allerdings ist er auch gar nicht hier, also nicht ganz so clever. Ja, sorry. Habe ich leider für gesorgt. So, du bist immer noch bei deiner Option, dass du zu ihr gehst, hoffe ich doch mal. Was ist mit dir? Ich habe null davon mitbekommen, was die jetzt mit ihrer Mutter besprochen hat. War das jetzt ihre Mutter? Ich bin ja schon total durcheinander. Doch, das ist ihre Mutter, ne, die eine. Das Projekt geht langsam... Dem Projekt geht langsam das Geld aus. Ja. Ach nee, ich habe ja nur nachgefragt, wie es ihr geht. Stimmt. Erstmal fragen, wie man die Kosten reduzieren kann. Das macht sie. So, Zack, hoffe ich mal. Zack hat nichts Neues. Gitarre üben. Auf gar keinen Fall verkaufen. Auf gar keinen Fall. Wieso können wir ihn jetzt gerade nicht mehr spielen? Weil er im Moment nichts hat, oder wie? Hm.
Okay, wir lassen mal weiterlaufen. Es ist da bist du ja. Ich suche dich schon überall. Du nimmst dir also den Tag frei? Gewissermaßen. Okay, kein Problem. Sag mir nur, wie wir das alles rechtzeitig hinbekommen sollen. Indem wir reduzieren. Wir reduzieren schon, wo wir können. Wenn wir noch weiter reduzieren, gibt es nichts mehr, was wir bewerben könnten. Die Grundidee ist immer noch solide. Am Ende wird alles im Glanz erstrahlen. Also schätze ich mal. Cool. Okay. Dann zaubere mal los, bitte. Oder was auch immer du sonst tust. Denn ich krieche hier schon auf dem Zahnfleisch. Die Zukunft des Dorfes liegt in deinen Händen. Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, vielleicht sollte sie das doch mit den Solaranlagen in Betracht ziehen. Also ich persönlich finde es doof, weil Solaranlagen, bis auf natürlich die Entflammbarkeit, ne, aber an sich ja eine gute Sache sind. Dad sagte mir, ich müsste bei der Bootslodge Kosten einsparen. Ich weiß. Die Investoren machen Schwierigkeiten. Ich verstehe es nicht. Wie kann man einfach so mir nichts, dir nichts sein Geld zurückziehen? Sehen die nicht, dass sie das ganze Projekt gefährden? Es ist eine Gruppe von Zahnärzten. Sie wollen einfach nur eine schnelle Rendite für ihr Investment, um besser für ihre Rente planen zu können. Es kümmert sie nicht, wie viel Blut und Schweiß in dieser Sache steckt. Es ist gut möglich, dass alles, was sie jemals von dem Projekt zu Gesicht bekommen werden, der Werbefilm ist, den dein Vater drehen wird. Welcher Werbefilm? Hat er dir das nicht erzählt? Mein Dad will eine Agentur anheuern, um einen Imagefilm zu produzieren. Ach ja, ich erinnere mich. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er das durchziehen würde. Es nicht zu tun, würde uns eine Menge Geld sparen. Sorg besser dafür, dass er gute Laune hat, wenn du ihm das vorschlägst. Du weißt, wie unglaublich leidenschaftlich er ist, wenn es um Marketing geht. Tja, dann wünsch mir Glück. Fingers crossed, wie der Amerikaner sagen würde. Ja, wie gesagt, ich halte nicht viel davon, das mit den Solaranlagen zu machen. Tja, wir gehen erstmal hier hin. Conny, es ist getan. Hast du Angies Kamera jemandem gegeben? Ja, ich dachte, ich überlasse sie Zack, um ihm Mut zu machen. Er scheint jetzt ziemlich davon überzeugt zu sein, eine Karriere als Gitarrist zu verfolgen. Davon hat Zack immer geträumt. Aber ich dachte, dass er nach Cemres Tod jegliche Hoffnung aufgegeben hatte. Okay, danke. Oh, nicht der Rede wert. Gut, es ist gut, dass du nach Yesterby gekommen bist. Wie gesagt, man kann eben nicht alles alleine schaffen, oder? Es gibt noch viel mehr zu tun. Ich weiß. Aber du weißt ja, wo du mich finden kannst. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, Conny. Und du bleibst verdammt noch mal auch bis zum Ende hier. Ich will nicht, dass du vorher abhaust. So. Schau uns an. Als wir Kinder waren, habe ich mich immer um dich gekümmert. Jetzt übertreib bloß nicht. Ich erinnere mich an einige Kämpfe, die ich für dich ausgetragen habe. Der Lambert-Junge. Was für eine Nervensäge. Wusstest du, dass mein Vater mich im Anschluss den ganzen Winter für die Lamberts Schnee schaufeln ließ? Wirklich? Ich schätze, das war wohl ein weiterer Versuch, mich zu disziplinieren, wie er es nannte. Ich bin so froh, dass du mich da rausgeholt hast. Jeder hätte so gehandelt. Aber du warst diejenige, die es tatsächlich getan hat. Mal eine Frage. Warum steht hier eigentlich ständig? Ach, fühlt sich nicht gesund. Ach, da kann man draufgehen. Ich brauche eine Pause. Nur eine Minute, dann geht es wieder. Ach, äfft euch! Wieso fällt mir das jetzt erst ein in Folge, keine Ahnung, 9 oder 10? Was haben wir jetzt? Ich weiß es nicht genau. Es ist deutlich anstrengender, als es aussieht. Das kannst du laut sagen. Aber ich bin froh, dass du hier bei mir bist. Vor allem, weil ich weiß, dass das hier nicht gerade dein Lieblingsort ist. Was man nicht alles für eine Freundin tut, hm? Was man nicht alles tut. Ja. Ja! Ja! Hat
Hat das geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe, dass sie sich das jetzt aus dem Kopf rausgeschlagen hat, mit dass sie ihm unbedingt fertig machen muss? Yes! Ich bin so happy. Ich bin so happy. Ja, geil. Nehmen, üben, den Verkauf. Fragen, ob sie dir Geld leihen kann. Fragen, ob sie... Zeit, ja. Zeit mit Melville, bitte. Bitte. Das ist für mich jetzt ganz wichtig. Und bei ihr müsste ich mal gucken. Wir müssen das Hausboot, da darf sie immer noch nicht weitermachen. Was? Ihn mit Aufhängen von Girlanden beschäftigen. Ja, machen wir doch. Kein Thema. Machen wir. Ich habe keine Ahnung, wo die Girlanden hin sollen. Lass uns was unternehmen. Nur wenn du mich in der Werft helfen lässt. Dort gibt es nicht wirklich viel, wobei du helfen könntest. Bitte, das ist so wichtig. Ich kann helfen, alles ein wenig zu beschleunigen. Dad meinte, die Zahnärzte kommen schon am Monatsende. Stimmt, die Präsentation. Du könntest mir helfen, alles dafür vorzubereiten. Ja, ich will die Fenster einbauen. Ich dachte eher daran, alles bequem und gemütlich herzurichten. Für die Präsentation. Komm schon, wir hängen ein paar Girlanden auf. Girlanden? Bitte, das ist so wichtig. Okay, na gut. Das ist eine super Arbeit, Kleiner. Hey, Lee, würdest du mir einen Gefallen tun? Für dich tue ich alles. Dad redet kaum noch mit jemandem, seit das mit der Bootslodge begonnen hat. Ich befürchte, dass er sich komplett einigelt, wenn ich gehe und sich in Arbeit ertränkt. Oder schlimmer. Wow, warte mal kurz. Du möchtest echt abhauen? Ich bereite gerade alles dafür vor, ja. Ohne dich wird Yesterby sicherlich ein ganzes Stück weniger lebendig sein. Was hast du denn in der großen, weiten Welt überhaupt vor? Ich habe vielleicht einen Job gefunden. Oder vielleicht nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden. Sag mir bloß Bescheid, bevor du den Absprung wagst, ja? Sicher. Deshalb wollte ich dich ja auch etwas fragen. Würdest du ein wenig Zeit mit Dad verbringen? Kannst du ihn ein wenig von seiner Arbeit ablenken? Das mache ich natürlich. Ich lasse meine Filmmagie spielen und zaubere irgendetwas, woran sich dein Dad erfreuen kann. Nice. Aber verrat ihm besser nicht, dass ich dahinter stecke. Überraschungsfilmabend also? Du bist die Beste, Lee. Nix Überraschungsfilmabend, du sollst ihm helfen. So war das eigentlich gedacht. Ach, guck mal, der Kleine hat jetzt so viele Girlanden aufgehangen, dass er schon ins Bett gegangen ist. Das ist doch schön. Ja, bräunen kann sie sich abends jetzt eher nicht. Da können wir jetzt im Moment auch noch nicht weitermachen. Die beiden sind hier noch am Renovieren, am Schmürgeln und so weiter. Achso, er ist ja gerade erst bei ihr gewesen, genau. Den Rest möchte ich ehrlich gesagt nicht machen. Ich weiß nicht, was das mit dem Nehmen hier zu tun haben soll. Ich verstehe auch nicht, warum er jetzt schon wieder wütend ist. Ist das jetzt wegen der Kamera oder was? Nein, den Verkauf wollen wir nicht in Erwägung ziehen. Wir wollen üben. Komm, geh mal ein bisschen Gitarre spielen üben. Ich verfolge sie hier mal so ein bisschen. Weil die anderen haben ja anscheinend jetzt gar nichts groß zu tun. Ich möchte aber wissen, ob sie... Ach, ihre Batterien sind auch noch leer. Antriebslos, na super. Hallo? Hallo? Ich möchte doch was sehen. Hallo? Leute? Darf ich dich etwas fragen? Schieß los. Wieso macht mich das so glücklich? Ich habe das Gefühl, ich verliere den Verstand. Nun, es ist eben etwas, womit du dich beschäftigen kannst. Meine Güte, du zitterst ja. Ich kann nicht aufhören. Lass mich dir etwas bringen, womit du deine Nerven beruhigen kannst. Nein. Dieses Gefühl, das ist alles, was mir noch von ihr bleibt.
Sie ist angespannt. Würde es dir was ausmachen, mit mir zu beten? Du weißt, dass ich so etwas nicht mache. Aber ich werde auch nicht davonlaufen, wenn du es tust. Danke. Es muss dir alles ziemlich dämlich vorkommen. Du kennst mich und weißt, dass ich nicht so denke. Ich nehme alles ernst. Vor allem, wenn es meine beste Freundin betrifft. Ich habe das Gefühl, ich bin dir in letzter Zeit nicht gerade eine gute Freundin gewesen. Keine gute Freundin und auch keine gute Mutter, was Conny betrifft. Die Leute sagen immer, dass man seine Kinder ganz nah bei sich haben will, wenn so etwas passiert. Aber dann versuche ich, mit ihr zu reden und sie sagt einfach nur, alles ist gut. Angie ist immer noch hier. Ich kann das einfach nicht ertragen. Du kannst sie aber auch nicht einfach meiden. Aber was soll ich ihr sagen? Ich bin am Ende. Es gibt nichts, was ich sagen könnte, um es besser zu machen. Vielleicht findest du es heraus, wenn du es versuchst. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Nun, das Mindeste, das du tun kannst, ist, nach Hause zu gehen und dich auszuruhen. Zeig ihr, dass du da bist. Du kannst sowas von herrisch sein. Weißt du das? Aha, ja. Es ist ein echtes Wunder, dass wir beide so gut miteinander auskommen. Galina? Ja? Ich bin froh, dass du immer noch da bist. Wir sehen uns morgen früh. Ja. Pass auf dich auf, Liebes. Hey. Hey. Hast du dein deprimierendes Geisterbuch fertig gelesen? Ja. Gut. Und was liest du jetzt? Nichts. Nichts? Ich mache mal eine Lesepause. Aha. Nun, ich versuche es zumindest. Ich bin einfach momentan nicht in der richtigen Stimmung. Erinnerst du dich noch daran, als wir einander vorgelesen haben? Vielleicht würde das funktionieren. Vielleicht. Aber dann greift wieder die Feuerarmee an und du ziehst wieder los, um die Welt zu retten. Bin ich wirklich so schlimm? Nein, es tut mir leid. Ich bin bloß selbstsüchtig. Ich werde schon wieder zum Lesen zurückfinden. Da bin ich sicher. Hey, meine Freundin Shelley hat mir heute Morgen geschrieben. Die Tätowiererin? Ja, du erinnerst dich an sie. Naja, sie will morgen verreisen. Und bat mich, eine Weile auf ihr Haus aufzupassen. Du weißt, dass ich Hesterby gerade nicht verlassen kann. Oh, das musst du nicht. Bodhi und ich schaffen das auch allein. Es ist bloß für ein paar Wochen. Oh, okay. Meine Bohne war früher so ein Herdentier. Aber in den letzten Wochen kommt er bloß noch zum Essen aus seiner Höhle heraus. Solange du zurückkommst. Mach dir unseretwegen keine Sorgen, Liebste. Konzentrier dich auf die Dinge, die du gerade biegen musst. Sonst findest du ohnehin keinen Frieden. Ist gut. Spitze, ich gebe Bohne Bescheid. Wir brechen morgen früh auf. Was? Die habe ich jetzt hier komplett überrannt. Ach so, ja. Das kann ich jetzt gar nicht machen. Ja, was ist denn jetzt hier mit Filmeabend und so? Bei ihr ist jetzt nichts Neues drin. Naja, gut. Wir lassen es mal ein bisschen weiterspulen, bis die Nachtszene kommt. Also was sich hier entwickelt, ich weiß nicht. Sie sollte sich ja eigentlich ein bisschen um Melville kümmern. Um den kümmert sich jetzt scheinbar gar keiner mehr. Das finde ich gar nicht gut. Ich kann sie nicht gehen lassen. Kann ich das? Sollte ich das? Nein, solltest du definitiv nicht. Denke ich. Nein. Was ist denn? Ich kann das nicht mehr. Lass mich schlafen. Nur heute Nacht. Ich werde in deiner Nähe sein. Ruh dich ein wenig aus, kleine Schwester. Ich werde dich morgen früh wecken. Und sie kann jetzt nicht schlafen, ne? Wenn du willst, frage ich Jasper, ob er euch mit seinem Auto hinfahren kann. Das ist süß, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf Gezänk mit ihm. Wir nehmen einfach den Bus. Okay. Wie du meinst. Also, gute Nacht.
Gute Nacht. Was stimmt denn nicht? Sag ihr, du möchtest, dass sie hier bleibt. Ja. Bei mir warst du nie so schüchtern. Erinnerst du dich noch daran, als Lee vorgeschlagen hat, bei dir einzuziehen? Ich war skeptisch. Du hast dich gefürchtet. Es hat einige Wochen gedauert, dich davon zu überzeugen, dass du jemanden wie sie in deinem Leben verdienst. Sag mir jetzt nicht, dass ich falsch lag. Es hat dich damals so glücklich gemacht. So glücklich, dass du sogar deine Meinung über mich und meine eigenen Vorhaben im Leben geändert hast. Es war das erste Mal, dass du nicht mehr meine Ärztin, sondern meine Freundin warst. Es tut mir leid, dass ich dich nicht in die Stadt habe ziehen lassen. Ich schätze, ich hätte davon nicht überrascht sein dürfen. Du bist eben nicht der optimistische Typ. Sei ehrlich, tief in deinem Inneren glaubst du, dass Yesterby niemals über meinen Tod hinwegkommen wird. Dass du auf ewig für sie da sein musst, damit sie ihr Los ertragen können. Und vielleicht hast du recht. Oder du hast nicht recht und die Dinge werden tatsächlich eines Tages einfacher. Und wenn das passiert, willst du immer noch jeden Morgen neben Lee aufwachen. Aber was, wenn es nicht besser wird? Sie würde sich schrecklich fühlen. Wer weiß. Darf ich dich eine letzte Sache fragen? Hast du wirklich gedacht, ich könnte Yesterby nicht verlassen? Deine Immunabwehr war schwach. Es wäre ein großes Risiko gewesen. Aber ich hatte auch einen schlechten Tag und ich war zu streng mit dir. Wärst du noch am Leben, wenn ich nachsichtiger gewesen wäre? Sei nicht albern. Auf solche Fragen gibt es doch nie eine Antwort. Kannst du mich jetzt gehen lassen? Ich weiß nicht. Ich habe Angst davor, was passiert, wenn ich dich nicht mehr hören kann. Du kannst dir einfach vorstellen, wie ich dir in den Hintern trete. So wie jetzt gerade. Pass auf dich auf, Galia. Danke, dass du all die Jahre auf mich aufgepasst hast. Ja, ich habe drauf gedrückt. Hallo? Ich muss gedrückt halten. Ah. Scheinbar kann sie sie jetzt loslassen. Und nun? Ihre Praxis? Ach, jetzt kommen die Erinnerungen hoch, wie sie sie in der Praxis behandelt hat, wie sie ja, ihr Ratschläge gegeben hat oder wie auch immer. Beziehungsweise gesagt hat, sie soll nicht gehen, nehme ich mal an, und sie dann wutentbrannt gegangen ist. Es ist dann vermutlich die Erinnerung an den letzten Tag gewesen, dass sie sich immer selber Vorwürfe gemacht hat, dass es ihre Schuld sein könnte, dass sie nicht mehr da ist. Oh, sie hat der Frau beim Angeln geholfen, der alten Frau. Dem Kleinen geholfen, wenn sein Fahrrad kaputt war. Sie hat dem Axel beim Schafhüten geholfen oder beim Wiedereinsammeln. Sehr schön. Ja, leider können wir jetzt die Musik nicht hören, weil ich ja aus lizenzrechtlichen Gründen die Musik ausgeschaltet habe. Ich finde es immer sehr, sehr schade, aber wir hatten ja schon Probleme damit. Links ist, glaube ich, ihre Freundin. Was das jetzt allerdings für eine Erinnerung ist, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
jeden Fall ist die Mutter von der Conny rechts mit dabei. Ach so, sie hat dann Hilfe gebraucht und sie hat sich dann immer um die anderen gekümmert, aber nie um ihre Freundin. Verstehe. Ja, die Leute werden wieder lachen können. Lass Galda los. Oh, sehr schön. Ich muss auf jeden Fall in der nächsten Folge dafür sorgen, dass sie sich darum kümmert, dass sie sie eben nicht gehen lassen will. Ich werde jetzt nur mal eben die Zeit noch ein bisschen weiterlaufen lassen bis kurz vor 6, damit wir dann den Hahn sozusagen krähen hören. Ja, 5:30 ist schon okay. Ja, ihr Lieben, das war heute mal wieder eine sehr, sehr emotionale Folge. Ich freue mich aber wahnsinnig, dass die Sache mit 6 scheinbar jetzt doch endlich mal wieder in bessere Bahnen gerät. Und es sieht zumindest so aus, als ob er dann seinen Traum vom Gitarrenspielen vielleicht doch noch verfolgen kann. Es ist natürlich immer gut, was anderes in der Hand zu haben. Bei Gitarrenspielen, also Musik machen, ist ja der künstlerische Bereich und das heißt ja immer, mit künstlerischen Sachen kann man angeblich kein Geld machen, was natürlich so nicht direkt stimmt, sondern absolut auf die speziellen Situationen bezogen ist. Der eine, der kann eben sehr gut singen und der findet vielleicht auch jemanden, der das promotet, das heißt, der kann groß rauskommen und Geld machen. Der andere kann sehr gut singen, findet aber nirgendwo einen Anschluss, das heißt, er kann nicht groß rauskommen und Geld machen. Der Nächste kann gar nicht singen, macht aber trotzdem irgendwo sein Geld, weil er jemanden findet, der selbst den größten Blödsinn, sage ich mal, promotet. Ne? Das nur so als Beispiel. Es ist immer sehr, sehr situationsbedingt und sehr, sehr davon abhängig, sozusagen, was man für Vitamin D im Leben erhält und wie man sich natürlich auch selber darum kümmert, wie sehr man sich einsetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine große Aufgabe wird es auf jeden Fall sein, in der letzten Folge für Galda was zu tun. Also sprich, ihrer Freundin zu sagen, dass sie nicht gehen soll, dass sie hier bleiben soll. Was da mit ihrer Freundin wird, dieser Tätowiererin, keine Ahnung, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Für die spiele ich hier nicht, sondern nur für die anderen. Und ganz großes Problem wird noch Melville werden. Oder Melville, so. Ich weiß nicht genau, wie ich das lenken kann, dass das Ganze nochmal in gute Bahnen gerät. Ich versuche schon, die Leute dahin zu kriegen, aber ich kann halt nicht alle steuern und dadurch wird es natürlich auch ein bisschen kompliziert. Und ich hoffe, dass Conny das noch hinkriegt mit den Nachrichten. Scheinbar hat die Mutter ja nicht am Essenstisch nachgeguckt, sondern ist direkt ins Bett gegangen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich sie in den Kleiderschrank legen sollen. Ja. Vielleicht hätte ich das machen sollen. Oder vielleicht heute Morgen beim Essen wird es dann mitbekommen. Müssen wir mal sehen. Aber das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen lieben Kommentar. Und ja, abonniert mich doch auch gerne, wenn ihr das noch nicht getan habt. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.